Hi, Marco von Huawei Blog hier und ich zeige euch heute eine super einfache neue Möglichkeit, um auf eurem Huawei Smartphone die fehlenden Google Mobildienste, die Google Mobile Services zu installieren. Gleich nach dem Intro geht's los. So, ihr seht, ich habe hier mein Huawei Smartphone direkt nach dem Erststart, nachdem ich durch den Ersteinrichtungsassistent durchgegangen bin. In dem Fall ist es hier ein Huawei Mate 30 Pro, was ja bekanntlich eben keine Google Mobildienste installiert hat. Wir können uns das Ganze auch hier mal anschauen in den Einstellungen. Ihr seht, hier unten fehlt der Eintrag Google und auch wenn ich auf Nutzer und Konten gehe, dann ist hier nichts von Google entsprechend zu sehen und auch hier kein Play Store oder sonst irgendwas ersichtlich. Was müsst ihr jetzt machen? Ihr müsst einfach nur eine App installieren und zwar die Chat Partner App, die ich euch unten in den Kommentaren oder in der Beschreibung verlinkt habe. Ihr seht auch keine Risiken erkannt. Huawei prüft ja hier immer so ein bisschen die Apps, ob da irgendwelche Risiken drin sind. Und wir starten die App. Und hier unten, ihr müsst euch da oben gar nicht einloggen, sondern einfach nur hier unten auf Detect Device gehen. Und da erkennt die App, da sind keine Google-Dienste drauf installiert. Repair now. Und das könnt ihr euch alles durchlesen. Im Grunde geht es darum, hier die Google-Dienste jetzt zu aktivieren. Und jetzt arbeitet die App und installiert die entsprechenden Google-Dienste. Das geht hier jetzt relativ schnell, hängt auch ein bisschen davon ab, wie eure Verbindung ist. Gegebenenfalls schlägt es auch schon mal fehl, dann kommt hier so ein Retry-Button, den einfach drücken und dann geht es entsprechend weiter. So, 72, 90, gleich geschafft. Zack, complete. Jetzt registriert er das Gerät entsprechend und ihr seht schon, hier sind wir bei der Google-Anmeldung, wo ich jetzt mich ganz normal mit meinem Konto anmelden kann. So, hier einmal das Passwort. So, wir gehen auf Weiter. Die App arbeitet wieder. Und zack, das war's schon. Complete. Und wenn ihr jetzt hier unten drauf geht und anschließend einfach die App verlasst, dann seht ihr schon, hoha, da ist der Google Play Store. Aber jetzt nicht euphorisch auf den Play Store und euch da anmelden, denn ihr müsst einmal zunächst das Smartphone neu starten, sonst funktioniert die Anmeldung nicht. Also einmal Neustart bitte. Und nach dem Neustart können wir dann entsprechend weitermachen und hier uns im Google Play Store anmelden. Auch hier müssen wir dann wieder, obwohl wir das eben schon gemacht haben, unser Konto eingeben. Also nochmal das Ganze. Und ihr seht, jetzt kommen schon die Nutzungsbestimmungen, denen ihr zustimmen müsst. Die Bestätigung für die ganzen Google-Dienste, die ihr akzeptieren müsst. Und zack, schon seid ihr im Play Store. Gegebenenfalls wie hier bei mir müsst ihr einmal aktualisieren und habt dann den Google Play Store und auch die Google-Dienste. Hier könnt ihr euch dann auch die gewünschten Apps entsprechend herunterladen. Wir schauen uns das einmal hier am Beispiel von Gmail an. Ich gehe auf Installieren. Und nachdem er sich ein bisschen gewehrt hat, lädt er jetzt entsprechend Gmail herunter. Und wir können die App auch öffnen. Und ihr seht, alles funktioniert. Hier ist mein Konto. Und ich kann jetzt entsprechend meine E-Mails abrufen. Wir können auch nochmal in die Einstellungen reinschauen.
Auch da seht ihr jetzt unten den eben fehlenden Eintrag von Google und unter Nutzer und Konten könnt ihr jetzt ebenfalls ein entsprechendes Google- oder Gmail-Konto hinzufügen. Ja, ihr seht, mit dieser neuen, noch einfacheren Möglichkeit kann wirklich jeder einfach nur mit dieser App die fehlenden Google-Mobildienste, wenn er sie denn nutzen möchte, auf seinem Huawei-Smartphone installieren. Wenn ihr Fragen habt, dann einfach ab damit unten in die Kommentare. Wir haben das schon bei der letzten Anleitung gemacht. Service gibt es bei uns. Wir helfen euch, wenn es irgendwo Fragen gibt, wenn es irgendwo hängt und finden auch in den allermeisten Fällen eine Lösung. Ansonsten freuen wir uns natürlich über einen Daumen hoch und über entsprechendes Feedback zum Video. Ich freue mich. Bis dann, euer Marco.